Ja, hallo, moin, guten Tag. Nö. Hallo, moin. Ja, mein Name ist Holger. Ich erzähle so ein bisschen Märchen von Developern. Die Slides sind in Englisch, der Talk ist auf Deutsch und die Slides sind auch nicht von mir, sondern von Chris Lamp. Ich habe den Talk schon diverse Male gegeben mit meinen Folien und dachte mir, es ist spannender, wenn ich mit anderen Folien gebe. Ja. Zu mir, das bin ich. Ich war schon vor 4 Jahren auf dem Kongress, Anfang der 90er, das sah noch ein bisschen anders aus. Benutze Debian auch schon seit ewig. Seit 2007 bin ich Debian-Entwickler und ansonsten bin ich Freelancer, wobei ich die letzten 3 Jahre an sich hieran gearbeitet habe, war sie mir so Sicherheitsforscher anstatt Freelancer. Und wie gesagt, die Slides sind von Bambi. Wir arbeiten zusammen an diesem Reproducible Builds Projekt seit über 3 Jahren, seit 2 Jahren auch bezahlt daran. Ja. Lambi hat auch einen schönen Sudoku-Solver in PostScript geschrieben, so was. Wenn man so von Software redet, denkt man ja an normale Binaries, aber er hat viele Dokumente, also PDFs ist ja so ein anderes Beispiel. Also wir untersuchen, wenn wir Software untersuchen, meinen wir alles, auch Dokumentation und alles. Progressbar mit S-Trace ist auch eine schöne Sache. Das ist aus Lambis Folien, aber ich dachte, das waren schöne Beispiele, lasse ich sie. Das andere Schöne, was er gemacht hat, was vielleicht auch hier einige interessiert, Zero Cool OS ist ein USB-Stick, der bootet und einfach den Hackers-Film zeigt. Den Stick kann man danach rausnehmen und einfach den Film laufen lassen. Falls da wer für Bedarf hat, Zero Cool OS. Gut. Jetzt zu diesem Märchen, die Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, weil mit Geschichten erzählen sich Dinge ja besser. Also zum einen gibt es da Alice. Alice ist Software-Developerin und entwickelt irgendwas, so ein Bitcoin-Client oder eine Krypto-Wallet oder irgendwas Schickes, was viele Leute haben wollen. Und sie veröffentlicht den Quellcode, Source-Code und auch Binaries, damit Leute es leichter benutzen können. Also entweder ein Exe oder ein Debian-Paket, ein RPM, was auch immer. Und es ist schöne Software, funktioniert, tut, was sie soll, alles gut. Und irgendwann klopft wer an der Tür und sagt, du hast ja ein schönes Haus, wäre schade, wenn ihm was passiert. Oder wie auch immer, da irgendwie sie dazu gebracht wird, dass dieser schöne Source-Code eben nicht mehr das ist, was in dem releaseden Binary drin ist. Der Source Code ist noch fein, aber der Bildprozess wird modifiziert so, dass da was anderes rauskommt. Und Leute untersuchen halt den Quellcode. Bisschen blöd. Andere Beispiel, Bob. Bob ist mehr so der Hacker, seht ihr an der Tastatur, die ist ein bisschen merkwürdig. Und naja. Und Bob maintaint ganz viele Server. Richtig viele. Und das sind Build-Server, da wird Software drauf gebaut. Für eine Firma oder für Debian, Red Hat, was auch immer. Und das kommt beim User an. Die Userin installiert das irgendwann nachher. Und so da. Genau dasselbe wieder, wenn halt diese ganzen Rechner hier kompromittiert werden und andere Binaries produzieren und Bob das gar nicht mitkriegt, dann gibt es halt Millionen Leute, die das installieren und darüber halt Trojans kriegen. Und das war nicht so gut. Und dann gibt es noch Carol. Carol sitzt da in irgendeinem Standardfoto im Hotelzimmer rum. Und Carol ist an sich wichtiger als Eve. Eve ist die Evil Maid, die einen USB-Stick ransteckt, wenn der Laptop allein im Hotel ist oder auch zu Hause. Also die meisten Leute lassen wahrscheinlich Laptops zu Hause. Und Lockpicking ist ja auch einfach. Und dann ist so ein Rechner halt kompromittiert. Und dann nimmt Carol halt die Software und vergibt sie Leuten. Und dann sind die Leute kompromittiert. Und von den Four Freedoms von der Free Software Foundation, Help Your Neighbor, es ist halt nicht so hilfreich,
wenn ihr euren Nachbarn und Nachbarinnen irgendwie Scheiße gebt. Wollen wir an sich nicht. Und das generelle Problem ist halt, dass wir halt Source Code für Hintertüren oder sonstige Probleme angucken können, aber User installieren halt präkompilierte Binaries und die müssen nicht unbedingt was mit dem Source Code zu tun haben. Und es liegt daran, dass dieser Build-Prozess halt nicht vertraubar ist, weil man kann halt, wie eben gezeigt, man passt nicht dauerhaft auf die Rechner auf, die werden kompromittiert, wie auch immer. Tja, schade. Und da gibt es auch so ein paar Attacks, so, also an sich werden alle Leute mal angegriffen und irgendwelche Backdoors reingemacht. Nur ein paar Server von FreeBSD werden kompromittiert. Also einer reicht. Und das ist auch nicht nur FreeBSD, auch Debian wurde gehackt und Microsoft und alle möglichen. Das hier fand ich auch sehr schön. Naja, geht fröhlich um sich. Und na, was kommt jetzt? Die Lösung, die wir uns überlegt haben. Das ist halt, wenn man einen Source Code hat und in einer bestimmten Bildumgebung den baut, dann sollte jeder Bild dasselbe Ergebnis haben. Und zwar Bit für Bit identisch. Und dann baut man halt mehrmals und stellt das fest. Und wieso fehlen die Bilder denn hier? Das ist ja scheiße. Na gut, dann machen wir es doch so. Geht's jetzt zumindest? Also David baut es einmal, kommt dieser Hash raus. Erin baut es einmal, kommt dieser Hash raus. Und bei Fred kommt was anderes raus. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Darwin und Erins Rechner kompromittiert oder Freds. Aber irgendwas ist da faul, wenn die Software sonst reproduzierbar ist. Und wenn man das so halt feststellen kann, dann kann man halt auch sehen, dass diese Erpressung wird dann gefunden. Auch der Kompromiss der Bildumgebung kann gefunden werden und auch das andere wird halt gesehen, wenn halt da verschiedene Ergebnisse rauskommen. Und außerdem gibt es dann halt auch weniger Initiativen, das überhaupt diesen Angriff zu machen, weil das halt die Möglichkeit, dass es rauskommt. Und darum geht es bei Reproducible Builds, dass man halt feststellen kann, dass keine Fehler im Bildprozess dazugetan wurden. Das ist an sich das Einzige. Und es geht nicht darum, reliable Builds, dass man mehrmals bauen kann und das baut jedes Mal. Es geht auch nicht darum, gucken, dass man die Umgebung sich nicht ändert, sondern es geht darum, dass das Bildresultat 1:1 identisch ist. Und an sich, als ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich halt, wenn man Software zweimal baut, kommt an sich dasselbe Bithaufen raus. Das ist aber in der Praxis nicht so, weil einmal gibt es Dictionaries, Hashes oder Database Ordering, die unterschiedlich sind bei verschiedenen Builds, sind pseudo-zufällig. Wenn parallel gebaut wird, dann ist es auch unterschiedlich, je nachdem, welches Ergebnis zuerst zu dem Resultat hinzugefügt wird. Also das einzige Hauptproblem sind halt Zeitstempel vom Bild, die aus irgendwelchen Gründen da reinkommen. Auch Zeitstempel mit verschiedenen Zeitzonen. Und die Zeitstempel sind eben sowohl im Kompilaten drin, als auch in Man-Pages, die generiert werden. In allen möglichen Sachen sind Zeitstempel drin. Der Build-Pass liegt auch rein. Also wenn ich in Home Holger baue und ihr baut in Home in euer Username, dann ist das bei den meisten Sachen auch da drin. Und auch die Filesysteme sind nicht deterministisch. Also wenn ihr ls macht, kommt immer dieselbe Reihenfolge raus, weil ls das ordnet. Aber wenn ihr mit read da auf Systemebene geht, dann ist das unterschiedlich. Bei ext4 ist es wiederum gleich, aber bei butterfs ist zum Beispiel eins dieser Filesysteme, die unterschiedlich ist. Und das alles sorgt dafür, dass halt Builds nicht reproduzierbar sind. User Groups, die
Environment-Variablen, U-Mask, all das geht in einige Builds rein. Das muss nicht reingehen, aber wenn der Code irgendwie so ist, dass das aufnimmt, dann kann das da reinkommen. Und andere Vorteile von Reproducible Builds auch noch, wenn man es dann hat, dann gibt es halt, wenn man bestimmte Änderungen gewollt macht, gibt es minimale Unterschiede. Also wenn irgendwie ein Operator, es gab mal so ein SSH Remote Exploit und da war der Fehler halt ein größer gleich und es war größer gleich und sollte größer sein. Und wenn man das baut mit dieser Änderung, dann müsste sich halt wirklich nur ein Byte ändern. Und wenn das vorher reproduzierbar ist, dann kann man sowas sehen. Auch lassen sich reproduzierbare Builds besser cachen und damit, dass sie sowohl Zeit als auch Geld sparen, als auch die Umwelt schonen. Also ein Fall ist, Google hat das gemacht. Google hat irgendwie den gesamten Google Source Code, sind 14 GB Source Code, und wenn irgendwer was committet, wird alles gebaut. Und wenn das meiste davon halt reproduzierbar ist, gecached werden kann, geht der Build halt deutlich schneller. Und es lassen sich halt auch schmutzige Bildumgebungen damit feststellen, die halt das wiederum reinleaken. Und es ist auch möglich zu gucken, brauchen wir diese Build-Depends eigentlich, indem man einfach nochmal baut, mit was aus den Build-Depends raustut. Und wenn das Ergebnis gleich ist, dann weiß man, aha, dieses Build-Depends war überflüssig. Und wir haben auch ganz viele normale Fehler gefunden, einfach Fehler, werde ich gleich Beispiele zeigen, wo halt Software unter Extremsituationen manchmal komisch baut. Das war in OpenID-Software, da wird so ein Hash berechnet, so ein random Hash, der halt Secret sein soll. Und der ist halt in jedem Binary, was gebaut ist, gleich drin. Und das ist nicht so richtig Secret, wenn jeder das Secret hat. Und das haben wir halt gefunden, weil wir halt zweimal bauen, vergleichen und dann gesehen haben, aha, da ist ein Unterschied, woran liegt das, und diese Funktion dann gefunden. Das hier auch, dass man manchmal so Man-Pages sieht, die so halt komische Strings dazwischen haben. Und das war mCopy, wo hier ein schöner Fehler war. Unten das Plus ist das Richtige und das führte dann dazu, dass diese Man-Page manchmal anders aussah. Fiel keinem auf, aber das ist wirklich ein Bug. Der hier ist auch sehr schön. Das war so ein Testcase für irgendwas, wo ein String erzeugt wird, der 16 Bytes lang ist, mit aus den Variationen von A, B, C. Und dann wird da halt geprüft, ob da halt die A, B und C drin vorkamen. Und manchmal kam es halt nicht vor, dass A, B und C vorkommen, wenn halt zufällig überall nur B, C Strings drin waren oder was auch immer. Und irgendwer hat es dann ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit ist halt diese. Also du hast halt Software, die 99,954% baut. Also wir finden auch einfach wirklich Fehler in Software, die nichts mit Reproduzierbarkeit zu tun hat, sondern einfach buggy ist. Und davon haben wir viele gefunden. Was wir in Debian gemacht haben, also ich habe zuerst angefangen, in 2014 Debian zu testen. Und zwar diesen, was Lambi den Torture-Test genannt hat, ist daraus in ein, zwei Jahren entstanden, wo wir halt ganz viel variieren. Also wir bauen auch zweimal so ein A- und B-Bild, und das B-Bild ist halt ein Jahr, ein Monat und ein Tag in der Zukunft. Also in 2019 jetzt. Und da sehen wir halt, wenn in einigen Manpages 2018 und im zweiten Bild 2019 drin ist, aha, dann wird es halt in der Zukunft anders bauen. Dasselbe, wir variieren Hostnamen und Domainnamen. Das Filesystem, da haben wir disorderfs geschrieben, was ein Fuse-File-System ist, was entweder zufällig die Dateien zurückgeben kann oder vorwärts sortiert oder rückwärts sortiert. Und da können wir halt dran feststellen, wenn Software das nicht selber sortiert. Genauso bauen wir mit Timezones so, mit GMT minus 14 und plus 12, glaube ich. Was dann auch interessant wäre, vielleicht noch die Variation mit so einer halben Timezone. Und Locales haben wir im Moment auch nur lateinische Schriften, noch keine, was auch immer, arabisch oder von rechts nach links zu lesenden oder sowas. Wir variieren auch die User-ID und Group-ID
Und wir variieren auch den Kernel, entweder nur die Kernel-Version oder auf 64-Bit-Architektur, auf 32-Bit-Architekturen bauen wir auch teilweise im 64-Bit-Kernel. Und haben wir auch Software gefunden, die das da reinliegt. Und CPU ist manchmal auch aus irgendwelchen Gründen im Binärcode drin. Und so hat sich das entwickelt. Also im ersten Versuch waren 24% aller damals 20.000 Source-Pakete in Debian reproduzierbar. Heute sind es 93, was schon deutlich besser ist. Und das gibt halt diesen schönen Graphen. Das Grüne sind die reproduzierbaren Pakete. Die Orangen sind die, die nicht reproduzierbar sind, wo irgendwelche Unterschiede sind. Und Rot, das sind die Pakete, die gar nicht gebaut haben. Das ist Debian Unstable, Debian Testing und Stable hat weniger Rot, aber immer noch ein bisschen. Und Debian wird halt immer größer. Darum steigt dieser Graph. Und ja, es ist halt die Zeitachse, wie da eben gesagt. Und wenn ihr einfach nur wissen wollt, ob ihr bei 100% seid, könnt ihr einfach dahin gehen. Da steht jetzt Nein. Not yet, glaube ich, steht da. Und außer Debian haben wir dann auch angefangen, andere Sachen zu testen. Coreboot testen wir auf unserer Infrastruktur, OpenSUSE testet das bei sich selber, OpenWrt testen wir, NetBSD, FreeBSD und Arch Linux testen wir auch und F-Droid und Tails, Cubes, NixOS, Gix, Bazel, Mesen sind halt andere Projekte auch, die sehr weit da sind, das machen. Also Tails hat neulich gesagt, dass ihr das Tails ISO ist reproducible. Also wenn ihr das neu baut, nachbaut, kriegt ihr denselben Bithaufen raus. Das haben sie fürs 3.5 irgendwas Release geschafft. 3.6.0 war dann nicht reproducible, 3.6.1 war es dann wieder, weil da irgendein kleiner Fehler drin war. Der Unterschied ist aber, Tails ist halt eine Software. Bei Debian versuchen wir es für 25.000 zu machen und das ist dasselbe Problem bei SUSE und bei den ganzen anderen auch. Also auch die Infrastruktur zum Testen, komme ich gleich noch, wird halt komplizierter, wenn du halt mehrere Ressourcen verifizieren willst als nur eine. Die anderen, es gibt an sich drei Projekte, die es bis jetzt wirklich machen. Das ist Tails, Tor Browser und der Bitcoin Client. Tor Browser und Bitcoin haben das schon in 2011 gemacht, weil die Bitcoin-Leute haben halt damals gemerkt, oh, Bitcoin ist jetzt, ich glaube, 4 Millionen oder 4 Milliarden, also es war schon relativ viel wert. Scheiße, wenn da jetzt irgendein Trojan ist, der das ganze Geld wegklaut, dann könnten die halt sagen, das waren die Bitcoin-Entwickler. Und so haben die halt gesagt, der Client, den wir releasen, kommt aus dem Source, den könnt ihr reviewen. Genau, und also wir auf dieser Debian-Infrastruktur sind halt 8 Projekte, die da getestet werden. Mehr zu testen ist nicht ein Problem von Hardware-Ressourcen, sondern von Menschen, die das integrieren müssen. Sprich, ich mache das hauptsächlich und mehr als 8 Distros kriege ich im Kopf nicht hin. Also auch die sind schon zu viel. Und wir haben Treffen gemacht, das waren so 3 Tage Treffen ohne Laptops, wo wir zusammengesessen haben und Pläne gemacht haben, Brainstorming. Einmal in Athen, zweimal in Berlin. Wollen wir auch dieses Jahr wieder machen. Wahrscheinlich so im Oktober, November, wo so, wir waren zwischen 30 und 45 Leuten aus 15 Projekten, die da zusammengesessen haben und überlegt haben, wie Probleme zu lösen sind. Was generell ist, die ganzen Projekte haben die meistens denselben Source Code oder viele Teile des Source Codes sind identisch. Die ganzen Linux haben alle denselben Kernel und mit BSD haben wir auch das Userland zum Teil gemeinsam. Was sich aber unterscheidet, ist halt der Build-Prozess am Ende und wie die Software ausgeliefert wird. Da kann man nur Konzepte entwickeln, aber die eigentlichen Tools müssen anders sein. Während die Fixes im Source Code profitieren und sich alle immer von. So, und das ist ein Diff, wie ihr alle kennt. Einfach Diff zwischen 2 Dateien. Funktioniert wunderbar bei Text. Aber wenn ihr 2 Binärdinger vergleichen wollt, also hier 2 Debian-Pakete, kommt da halt nichts Brauchbares raus. Und dann hat Luna sich vor 4 Jahren, 2014 hingesetzt und angefangen, damals hieß es noch Debian-Diff, Debian-Binary-Diff zu schreiben. Inzwischen heißt das Ding Diffoscope, weil es viel, viel mehr kann als nur Debian-Pakete. Und Diffoscope entpackt halt rekursiv 2 Dateien
und guckt da rein. Und zwar, es kann Tabors vergleichen, ISO-Dateien, PDFs, es kann auch Verzeichnisse vergleichen, irgendwie zwei Objekte. Und das ist ein Screenshot der HTML da in der Mitte. So sieht das hier aus bei so einem Debian-Paket. Also ein Debian-Paket ist halt ein AR-Archiv, was so ein uraltes File-Format ist. Darin sind zwei TAR-Archive und die haben unterschiedliche Metadaten, wie da oben steht. Und dann ist der Inhalt auch noch unterschiedlich und das sind wieder die Metadatenunterschiede. Und Diffoscope kann halt sehr viele File-Formate anzeigen. Also auch zwei Wireshark Carp Captures, zwei was auch immer, Inkscape-Dateien, zwei irgendwas. Wenn ihr irgendwelche Dateien, Objekte habt, die Diffoscope nicht vergleichen kann, bitte einen Bug filen mit Testcases und dann wollen wir das auf jeden Fall fixen. Also wir brauchen die Testcases, dann geht es an sich. Und es gibt auch 3diffoscope.org, ist eine Online-Webseite, da könnt ihr einfach zwei Dinger hochladen. Dann vergleicht es das für euch. Weil wenn ihr Diffoscope aus einem Basis-Debian installiert, wo nichts installiert ist, will es 1,5 Gigabytes an Recommends haben, weil es halt alle möglichen File-Formate kann. Und zum Probieren ist das ganz gut. So, und Diffoscope zeigt halt auch die Unterschiede in Security-Uploads an, weil da könnt ihr einfach gucken, welche Teile sich genau ändern. Und Diffoscope ist aber nicht für die Definition, was reproducible ist. Das soll einfach Diff sein oder Hash-Funktion, weil Diffoscope analysiert halt, was da drin ist und das ist wiederum potenziell exploitbar. Und darum wollen wir nicht, dass alle Leute Diffoscope auf alles abwerfen, weil das ist halt Codeverarbeitung und das wollen wir an sich nicht. Es ist nur zum Analysieren, zum Debuggen gedacht. Und das lassen sich auch irgendwelche Binary-Blobs, so Router-Images oder was auch immer vergleichen. Es zeigt auf jeden Fall besser die Unterschiede an als ein Diff oder auch nur ein Hexdump. Probiert's aus, filet Bugs bitte. Wir wollen Bugs, wir wollen mehr Features. So, und was ist jetzt noch zu tun, außer wir haben 93%, also klar müssen dann noch diese 7% gemacht werden, was noch ein bisschen Problem ist. Aber generell, reproducible Builds sorgen nicht dafür, dass der Source Code vernünftig ist. Also Programmierfehler gibt es weiterhin. Backdoors, Obfuscated Code kann immer noch drin sein, schützt reproducible Builds nicht vor. Schlechte Algorithmen, wenn man MD5 benutzt, ist es auch scheiße, wenn es reproduzierbar ist. Und auch so Testing-Mode, so der Volkswagen-Modus, der sollte halt auch in der Produktion nicht laufen. Also der Source Code muss immer noch richtig sein. Und uns fehlt auch irgendwie ein User-Interface. Was würdet ihr machen, wenn ihr das seht? Ihr würdet wahrscheinlich die Software trotzdem haben. Also das ist nicht wirklich hilfreich. Wir müssen zu irgendwas anderem hin und wir müssen auch an sich dahin, dass wirklich 100% reproduzierbar ist, dass man einfach sagen kann, nein, wenn es nicht reproduzierbar ist, wollen wir es nicht. Da sind wir noch nicht. Dann gibt es halt noch Probleme, also der GCC-Fix, der noch fehlt, wir haben ein paar andere Fixes drin, aber was fehlt, ist noch diese Build-Path-Variation, dass man in verschiedenen Build-Passes bauen kann. Dafür haben wir einen Patch, der wird von den GCC-Maintainers noch nicht für gut befunden. Und der bei so ähnliche Fixes ist, war auch OCaml ist gefixt, aber Erlang macht dasselbe. Die ganzen Dokumentations- oder viele Dokumentationssysteme embedden auch den Build-Path. Also das muss alles in der Toolchain noch gefixt werden, sonst müssen halt noch viel mehr Pakete anders angefasst werden. Wir wollen weiter Diffoscope verbessern auf jeden Fall und auch andere Tools, die wir haben. Und wir wollen an sich auch, dass jetzt seit letztem Sommer steht halt in Debian Policy drin, Packages should be reproducible, also sollten sie sein, das ist nett. Aber Pakete werden halt noch released im Stable, wenn sie nicht reproducible sind. Und wir wollen da Policy ändern. Ich denke mal, wenn wir bei 99% oder so sind, können wir irgendwann sagen, okay, wer es nicht reproduzierbar ist, fliegt raus. Aber so weit sind wir noch nicht. Und was auch noch so ein Ziel ist, dieses Trusting-Trust-Problem mit dem gebackdoorten Compiler, wo man nicht sehen kann, dass da die Backdoor drin ist, weil du basierst immer auf dem Compiler. Da gibt es dann Reverse Double Compilation.
heißt dann dieses Modell, dass du halt zwei C-Compiler bootstrappst und die dann wiederum jeweils den anderen C-Compiler die große Version bauen und derselbe Bithaufen rauskommt. Das haben Leute auf dem letzten Summit angefangen zu machen mit TinyCC und ich weiß nicht, wie der andere kleine C-Compiler hieß, aber damit sollte es möglich sein, dieses Trusting-Trust-Problem endlich zu lösen. Dann haben wir nur das Problem, dass wir auf Hardware bauen, die an sich auch Software ist. Und aber irgendwo muss man ja anfangen. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, wir haben diese Webseite reproducible-builds.org, wo wir auch Dokumentationen haben, wie man diese mit diesen Timestamps umzugeht, mit Buildpaths, mit allen möglichen Sachen. Wir haben einen Twitter-Account. Wir schreiben auch seit 152 Wochen jede Woche einen Blogpost, was zuerst nur Debian war. Inzwischen ist da auch viel über SUSE drin und Arch Linux. Und dieser Blogpost ist auch auf dem Twitter verlinkt. Und wir haben IRC-Channel. Es gibt auch noch Reproducible Debian. Nee, Debian Reproducible heißt der. Und Arch Linux Reproducible, so rum. Und wenn ihr Fehler, also wenn ihr Fehler findet oder wenn ihr Software maintaint und solche Patches kriegt, dann mergt die bitte. Ja. Das war schon von mir. Jetzt habt noch massig Platz für Fragen, denke ich. So. Warte mal kurz auf Mikro noch. Hallo? Ja. Wie wird die Bildumgebung aufgesetzt, sodass ihr das auch irgendwie unter Kontrolle habt oder benutzierbar? Wir bauen die Bildumgebung. In Debian benutzen wir P-Builder, was die aufsetzt. Bei Arch Linux benutzen wir Pacman im CR-Root. Wir wollen aber zu Systemd-Endspan-Container gehen. Das ist ein Jenkins, auf dem das Ganze läuft. Und der Jenkins steuert über 50 Hosts an und da wird dann halt gebaut per SSH. Das ist auch ein generelles Problem, sage ich mal, für die Debian-Builds, weil wir uns überlegt haben, wenn Leute sollen Debian-Pakete in beliebigen Umgebungen bauen. Du kannst entweder Debian halt mit P-Builder oder S-Build bauen oder aber auch in deinem Home-Verzeichnis einfach mit DPKG-Build-Package und dann können halt sowas wie die Locales und die anderen Environment-Variablen in den Build-Prozess reinliegen und wir wollen, dass das Build-Projekt-Produkt immer identisch ist, auch wenn es in unsauberen Umgebungen. Viele Build-Tools wie Mock von Fedora oder auch das OpenWRT-Build-System, die machen CR-Root und machen da die Umgebung automatisch clean und dadurch ist die Variation, die durchs Bild-Umgebung kommt, bei solchen Projekten viel geringer. Wir wollen es aber, dass es möglich ist, auch bei unsauberen Umgebungen trotzdem identische Ergebnisse zu haben. Was dann oft einfach ist, lang equals C. Ja, danke für den Vortrag, sehr interessant. Das Diffoscope, kann ich das Leuten empfehlen, die Git nicht so gern benutzen möchten, weil sie damit ja nicht ihre Word-Dateien ordentlich diffen können oder wäre das nicht so empfehlenswert? Ich weiß nicht, ob Word-Dateien gehen, aber Word-Dateien sind ja auch nur wiederum TAR-Archive, wo XML-Dateien drin sind. Also ich vermute, dass Diffoscope auf Word-Dateien funktioniert. Genau, stand in der Liste, aber ich meine so empfehlenswert, das zu tun oder eher nicht. Ist ein Kommandozeilentool. Und sonst halt diese Webseite. Also ganz knallhart zu Word, die Leute laufen dann eh auf Windows und es gibt Tortoise-Git und Tortoise-Git kann einwandfrei Word-Dateien diffen side-by-side mit Word geöffnet. Also den muss man nicht Diffoscope ans Herz legen. Also Diffoscope hat auch nichts mit Git zu tun. Das war nur dieses Plus-Minus-Zeichen haben wir da genommen, um dieses Diff zu zeigen. Tja, also ich kann noch mehr erzählen, aber ich muss auch nicht erzählen so oft darüber. Müsst ihr Fragen haben.
Aber wenn ihr keine Fragen habt, gehe ich Schunk trinken.